Da sind wir wieder. Beziehungsweise für die Yay. Leute, die im Stream zuschauen. Wir waren gar nicht weg. Ha! Das staunt er. Und für alle, die die Aufzeichnung schauen, wir waren doch weg. Im Mehrspielermodus sind keine Missionen verfügbar. Das ist doch doof. Dieses Wer klitzekleine baut denn Feld sowas? hier neben uns, ne? Die 19. Das ist 0,58 Hektar groß. Das ist klitzeklein, das gehört Alex Young, der würde es uns verkaufen für 47.000 Euro. Oh, guck mal den Himmel an, der ist aber schön. Ja, Schatzi, wir brauchen jetzt eine Düngemaschine und eigentlich eine zweite Sämaschine oder so. Dann nimm doch einen Kredit auf und hol das. Ich habe ja kein Geld, ich Tatsächlich, weiß nicht. der Himmel ist echt hübsch. Ja, aber nimm doch einen Kredit auf, dafür ist doch Kredit da, Ja, ich damit man guck sich mal, ob da sein das Leben geht. lang verschulden kann. Ja. So geht Hast du schon mal einen Landwirtschaft. Kredit aufgenommen in deinem Leben? Nein. Ich habe auch mein Konto Ich noch nie auch nicht. überzogen, tatsächlich. Also ich kann das schon verstehen. Das Problem ist, also ich gebe unglaublich gern Geld aus. Und ich gebe auch Geld für ganz viel Quatsch aus. Also ich habe ja auf meinem Kanal auch mal zwei Videos gemacht, weil ich immer so China-Quatsch kaufe. Ich habe so einen aufblasbaren Liegesack und Gläser, die man einfrieren Süß. kann. Und ich kaufe total gern so Quatsch. Also das finde ich auch völlig okay. Solange ich Spaß mit was habe, gebe ich dafür gerne Geld aus. Auch für Sachen, wo andere Leute sagen würden, ey, bist du bekloppt. Aber was ich nicht einsehe, ist, wenn mir Geld gestohlen wird. Und das sehe ich so hast du mal geguckt, was man an Dispo-Zinsen zahlt? Ja, das ist der Wahnsinn. Also Also, das das sehe ist ich echt einfach nicht krass. ein. Das ist das Problem. Also klar, wenn man muss, muss man. Das ist jetzt auch nichts Verwerfliches irgendwie. Aber ich würde das nicht machen. Also dann kaufe ich es mir halt nicht. Ja, also, ja. Hallo, Hopsi. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Konto überzogen, vielleicht so mit 20 oder so, aber dann immer auch nur so ein paar Euro. Und ich weiß gar nicht, ob das früher schon so krass war mit diesen Dispo-Zinsen, dass die so hoch waren. Ja, bei so Ich kann kleinen mich ehrlich Beträgen ist das gesagt, ja auch nicht schlimm. ja, ich wollte gerade sagen, ich kann mich nämlich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass da jemals irgendwie auffällig was passiert ist. Aber ich traue mich ja schon allein nicht, das Geld auszugeben, was wir über die Jahre auch mit dem GameTube-Kanal irgendwie mal eingenommen haben. Da habe ich noch nicht einen Cent von ausgegeben, weil ich Angst davor habe, dass ich irgendwas doch bei den Steuern falsch gemacht habe und dann irgendwann ich da ganz viel nachzahlen muss oder so oder irgendwas ist und ich traue mich da nicht ran. Also es ist echt so, wer weiß. Du Fritzi. Ja. Ich habe schlechte Nachrichten. Na? Alles, was wir besitzen, ne? Das ist schon auf Pump. Wir haben 75.000 Euro Schulden bei der Bank. Hä? Wie denn das? Ja, so geht das Spiel. Klar, man muss das erstmal. Also, ich kann halt mal gucken. Ja. Nein. Nein. Das ist ja geil. Scheiße. Aber Ich kann mal gucken, ob ich. wieso zeigt uns denn das Konto dann hier Plus an? Das ist doch voll gemein. Ja, das ist die Kohle, die wir von der Bank haben, quasi. Finde ich nicht gut, mich dagegen. Also wir können halt, ich kann hier auch nichts machen. Du kannst mir übrigens Geld geben, ne? In der Multiplayer-Übersicht. Ich denke, dafür sind die Spenden in deinem Stream da. Ja, noch, jetzt kommt ja nichts. Also wir hängen hier am Hungertuch, weil die Pfeffersäcke auf ihrem Geld sitzen. Ey, wir würden das ja direkt hier in Microtransactions investieren. Ja, also ich kann hier weder Geld leihen noch was zurückzahlen, weil ich kein Geld hab. Du könntest mir. Ja, aber ich kann dir nicht 75.000 geben, ich kann dir 23.000 geben. Genau, aber wenn du mir die gibst, kann ich da noch mehr leihen? Geht das? Weiß nicht, vielleicht bist du dann wieder kreditwürdig, das ist doch auch das Schick mir Perverse. mal ein bisschen Geld, bitte. Das geht aber bei Escape und dann oben durch das Menü bis auf Multiplayer oder Mehrspielerübersicht. Finanzen. Ich kann Geld leihen. Ich kann 5.000 zurückzahlen oder 5.000 leihen. Okay, und ach so, du könntest mir Kredit aber, minus 75. wenn du in die Warte mal, ich. Mehrspielerübersicht gibst, dann könntest du mir mal ein bisschen Geld schicken, dann wüsste ich gern, ob ich auch was leihen kann. Wo mache ich denn das? Im Ach Menü da, Mehrspieler okay, warte oben. mal. Da kann ich dich auf jeden Fall auch schon bannen und kicken. Geil. So.
Wir haben Perplex, wir haben, glaube ich, keine Düngemaschine. Ich kann gleich nochmal rumfahren und gucken. Ich komme da nicht rein. Ich kann Okay, dich aber vielleicht. kicken, aber ich kann dir kein Geld geben. Ich kann nichts leihen, das ist ja komisch. Bist du in dieser Finanzenübersicht? Ja, ich kann doch mal Ich versuche rausgehen, was. vielleicht. Ah! Oh! Jetzt. Dankeschön. Das war gerade mein Spendengeräusch. Die Ninja, eine treue Zuschauerin, hat mir gerade 1 € gespendet mit dem Satz, aber nur auf Pump. Sie hat uns jetzt 1 € geliehen. Den kannst du ja gleich hier wieder investieren. Wenn man was mietet, wie lange hat man das dann? Das ist auch eine interessante Frage. Also du Bis kannst der mir kein Geld Vermieter sagt, sie schicken. müssen hier raus. Also du bist hier scheinbar dann der Pimp. Du bist der König und ich darf nichts kaufen. Ich guck gerade mal noch. Also kann ich hier. Aber Kann ich ja kann auch mal. nichts leihen, da geht er bei mir nicht drauf. Ich gucke Geht aber er mal, vielleicht, nicht. ob wir noch eine. Ob wir noch eine Düngemaschine haben hier. Vielleicht habe ich die ja übersehen. Vielleicht liegt die ja hier irgendwo. Aber ich meine, hier war nichts mehr neben den Feldern. Ja, tatsächlich, ich kann dir nichts schicken. Was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, also du müsstest doch aber was ausgeben können. Hast du denn eine Geldanzeige oben? In der Ja, 0 Ecke. Euro. So, separates Konto ist aus. Soll ich mal separates Konto anmachen? Huch, hat's einmal kurz hart geruckelt. Naja, ist Ja, wahrscheinlich achso, direkt in dem Spiel gespeichert. ist magische Teleportation möglich, ja. Kann man Was natürlich machen wir? auch. Was? Jemand hat gerade Was? im Chat gefragt, ob magische Teleportation möglich ist. Weil ich hier von Fahrzeug zu Fahrzeug Zu springe. den Feldern, ne? Ach so, ja, das habe ich jetzt angelassen. Ich glaube, man erkennt übrigens auch daran, dass welche Felder uns gehören, dass die so grün leuchten, oder? Das Auf der kann Map sein, unten, ja. auf der Minimap. Das sind unsere GDI-Bases. Die Teleportion. Teleportion, sage ich Ihnen. Teleportion. Düngerstreuer. Der kleinste Düngerstreuer kostet 6.300 Mark. Oh, ich kann den doch kaufen. Das geht dann auf unser gemeinsames Konto wahrscheinlich. Aber kauf was Anständiges. Ich Ja, hoffe, es du hast ist halt dich vorher der. im Internet belesen. Okay, ich kann dir sagen, was es an Düngemaschinen gibt. Es gibt die Kverneland Exacta EL700, es gibt die Bredal F2 WS4000 und es gibt die Bredal K165. Die erste Breda, was ist da der Vorteil? Was kostet die? Die erste kostet 6.300, die zweite kostet schon 28.000. Also wir müssen die erste nehmen. Nimm die erste. Aber ich gucke gerade mal, ob es Ist das noch. ist Es ein gibt dann noch Anhänger oder ist das Miststeuer eine und eigene Güllefässer, aber Maschine? das haben wir alles nicht. Das ist ein Anhänger, der kommt an den. Ah, es gibt. Ah, warte mal, es gibt noch. Huch! Milan spendet 1 € für Microtransactions. Dankeschön, Milan. Es gibt auch einen Düngersprüher von Amazone. Der kostet 5.500. Das heißt Amazon. Ja, mit Und E das ist so ein hinten. Versandhandel. Also, ich will eigentlich gerne eine Sämaschine, die direkt. Ah, hier, das ist eine Kartoffelsämaschine. Ah, okay, da gibt es noch verschiedene. Bei den Ich will. Kartoffelsachen musst du ein bisschen aufpassen. Da gibt es dann auch irgendwie. Da braucht man dann irgendwie noch so ein Zusatzgerät, um irgendwann Ja, genau. das Grünzeug wegzuschlagen, was da rauskommt aus Die dem Boden. Crowds. Die Blätter. Also es gibt auf jeden Fall, es gibt für, was ich auf jeden Fall haben will, ist die Fäderstadt Rapid A600S. Das ist nämlich die Sämaschine, die gleichzeitig grubbert. Dann sparen wir uns einen kompletten Arbeitsdurchgang. Oh mein Gott, der Franz ackert wirklich, ja. Leute wollten das, glaube ich. Einen Flug haben wir. Ach, mit einem Flug kann man neue Felder anlegen. Okay, haben wir auch noch nicht. Ja, Spritze oder Spritze oder Streuer? Ich bin ja für Spritze.
Ja, aber ja, okay. Ob Grimme auch Preise vergibt. Ja, das Grimme-Institut, für die arbeite ich manchmal. Das sind nette Leute. Also soll ich die kleine Spritze kaufen? Aber warte mal, wie groß kann die denn ausklappen? Weil das Geile ist nämlich, die große. Ach, das. Nee, och, scheiße, das ist nur ein Zusatztank. Der Zusatztank kostet 5.500. Die richtige Spritze kostet 24.000. Scheiße. Wie viel haben Das ist ja wir? schlimmer als bei, ist ja schlimmer als in der X-Serie hier. Wir haben 23.311. Also wir können den Billo Exacta EL700 kaufen. Der kostet 6.000. Das können wir uns noch leisten, oder? Ja, mach ruhig. Ja, komm, dann kaufen. Wir Ich probieren das jetzt. bin hier auf dem Feld. Ich kann mich mit solchen Sachen nicht Ach, ich habe nicht auseinandersetzen. Du musst genügend hier dafür Geld. sorgen, Ich kann da dass draufklicken, der aber ich darf es Träger nicht was macht. kaufen. Ich darf es nicht kaufen. Kannst du mir denn jetzt Geld überweisen, oder? Nee, es ging nicht. Welche Tiere gibt es? Muss man die füttern, tränken, melken? Ja, ich glaube, das muss man alles machen. Wir sind nur nicht so Es schlau. gibt Deswegen. Schweine, es gibt Kühe, es gibt Dann müsstest du dich mal kurz hierhin Hühner. Bei Hühnern teleportieren. muss man übrigens nichts machen. Du müsstest dich hier. Ich hole mal den Trecker her, weil die Maschine wird dann hier einfach Warte mal. hingestellt. Wo bist denn du? Ja, hier, du musst Ich zum. Ach, du sitze da hast dich ins gerade Auto drin. teleportiert, genau. Ich habe mich ins Auto teleportiert. Ich So, und geh das Ding mal jetzt. kaufen. Hinten im Laden. Warte mal, ich Also, du guck mal kannst. kurz, ob Wie ich viel Geld Geld hier können wir da kaufen noch kann. leihen eigentlich? Also ich leihe jetzt. Ich kann so viel leihen, wie ich will. Okay. Ich leihe da jetzt das Zeug draus, ne? Also. Wie viel willst du denn haben? Jetzt haben wir Kontostand 48.000. Was willst du denn haben? Komm, ich geb's dir. Ich geb's dir raus. Was willst du haben? Sarah, Geil. mach eine Ansage hier. Warte, warte, warte. Ich will. Oh, wie viel Ich können wir denn pack dir die leihen? Taschen voll. So viel wir wollen wahrscheinlich. Ja, aber das kostet ja Zinsen wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Wie viel wohl? Was sind wir Ernte? Da, Kreditzinsen. Noch haben wir keine gezahlt. Alles ist gut. Also ich hätte gesagt, wir brauchen eine Düngerspritze. Ja. Die würde uns 24.000 kosten. Okay. Und dann hätte ich Müssen gesagt, wir denn unbedingt für die Sachen, die wir machen, düngen? das macht's halt besser, glaube ich. Okay. Also es erhöht den Ertrag halt, ne? Na gut, hast recht. Also, eine Düngespritze. Wo ist denn das? Hier, Düngerstreuer. Ja, Also. nee, dann noch einen nach rechts, dann kommen die Spritzen. Ich weiß halt nicht, kannst du, ich hätte gerne eine Kettensäge, ich wüsste gerne, wie die geht. Also ob man. Alter, wir sollen Geld verdienen und du willst, Ja, ich leih Geld und kommst okay. sofort mit, oh, ich will ein neues Spielzeug, Ja, Kettensäge ist bitte, so geil. Fritzi. Aber beim Düngerstreuer war das nicht daneben. Daneben sind die Spritzen. Mähwerke. Nee, in die andere Richtung einmal. Ah, dreimal düngen Flüge. verdoppelt den Ertrag, okay. Ah, hier unten Spritzen. Also, was dreimal düngen verdoppelt den Ertrag. Oh, Sen, genau, ja, und Sen sagt, oh, spielt in Amerika, dann gibt es auch illegale mexikanische Gastarbeiter. Das stimmt, ich habe eben gesagt, dass es bei uns früher die Polen waren. Und hier sind es die, stimmt, die Mexikaner machen Aber das, sag ja. mal, heißt es, wir müssen dann für ein Feld Luki, danke für die 3 Euro, dreimal, lol. dreimal über Aber dieses Feld fahren? die Spritze ist mega breit. Guck dir die mal an. Die klappt dreimal aus Okay. zu den Seiten. Die ist so irgendwie 10 Meter Also breit ich oder kaufe so. jetzt hier die Amazone UF 1201. Genau. Ja? Ja. Für 24.000. Ja, genau. Und wenn Kauf die wir noch jetzt. genug Geld hätten, guck grad mal. Also mein Ach, Traum, weißt du was? die müssen Weißt wir du was? abholen. Ja. Man kann die natürlich, man könnte die natürlich auch einfach mieten. Ich weiß nicht, ob wir Wir uns das können die, leisten können, aber ja. diese ganze Scheiße ja auch mieten. Das ist neu, Kostet halt ne? am Tag, die kosten, ne, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Mieten gab es schon immer. Die kostet am Tag halt 240, 240 Euro. Das heißt, wenn wir die 100 Tage haben, haben wir sie raus. Naja, 100 Tage sind schon eine Weile, ne? Ja, das stimmt. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Eine Zeit, in der man Geld verdienen kann. Ja, dann miete die doch testweise mal. Ich hätte halt Schön, noch dass ich so gerne. viel Kredit aufgenommen habe.
Kann ich Nee, gleich aber warte mal, mal wie viel Geld. Ja, ach so, den kannst du zurückzahlen. Ja. Aber weißt du, was ich gern hätte? Was Genau, dann wirklich. sag doch einfach, was du für Werkzeuge haben willst, weil ich miete die einfach. Ja, dann das und dann hätte ich gerne. Wo sind Oh, denn die Sämaschinen? dazu kommen übrigens noch Betriebskosten für Ja. das Gerät pro Tag. Ne, es ist eine Initialmiete, glaube ich, ne? Und ja. Also ich hätte gerne, wenn wir es uns irgendwann leisten können, guck mal, was die. Die Pferderstadt Rapid A600S. Was ist denn das? Das ist die Sämaschine, die gleichzeitig grubbert. Federstadt, die große. Ach du Scheiße. Was kostet denn da die Die Miete? Weil kostet dann. 5.720 am Tag. Overly 21 donated 5 € für die Spritze. Dankeschön, Overly. Ich glaube, ich muss jetzt auch mal irgendwie was machen. Du kriegst da ständig Geld. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich lade dich ja davon Na, zum Essen ein. das will ich aber auch hoffen. Ja, wieder diese. Oh, wir bestellen wieder diese geilen Burger. Die waren lecker. Die waren lecker, ne? Ja, mega teuer, weil es halt München war, aber. Also die Aber die waren echt Pferderstadt gut. Rapid A600S, die hätte ich ja gerne, ey. So, jetzt muss ich Also erstmal mit dem Trecker herkommen die und das Ding kostet halt abholen. 5.720 am Tag. Ist das am Tag oder die Ach Initialmiete? nee, Moment, Quatsch. Die kostet 520 am Tag und die initialen Kosten sind 5.720. So rum, ich hab's unseren Quatsch erzählt. Soll ich dir die kaufen? Ja, die würde uns halt Arbeit sparen und dann, wenn wir Warte mal genug ganz Geld kurz. hätten, Ich habe wie viel schon wieder. Geld haben wir? Dann Wieso könnten wir mein noch ein Gehirn Feld schon wieder holen das und Audio mehr ding Kohle hier? verdienen, weißt Ich reiß mir das immer raus. Wo ist denn jetzt hier das scheiß Kabel? Ich höre nichts, ich höre nichts, ich höre nichts. Fritz ist doof, Fritz ist doof. So. Technik wie aus den 60er Jahren. Ich glaube, ich brauche doch so einen Donation-Button. Also, soll ich die holen? Ja, die würde uns halt viel Arbeit sparen und dann können wir so viel Geld leihen, dass wir uns noch Feld 19 oder 16 Ich hol kaufen die können. jetzt. Geil, Fritzi. So. So, ich komme jetzt erstmal mit dem Okay. Trecker, um das Ding abzuholen. Ja, ich muss auch mit dem Träger kommen, um die zu holen. Wo steht denn unser. Ah, ne, der steht hier an der Seite. Und dann kannst du, warte mal, wie viel Cash können wir denn leihen? Weil dann könnten wir noch ein Feld dazu holen, weil jetzt sind wir ja mega schnell im Anbauen, weißt du? Jetzt mal auf, ich lasse jetzt hier den Helfer erstmal das Feld abarbeiten. Ich koppel den Wagen hier ab. Und hol den auch. Warte mal. Genau. Was hast du gesagt? Was? Oh, wir sollen vorher die. Oh, scheiße, wir hätten die PS vorher checken müssen. Eventuell haben wir keinen Trecker, der das Ding ziehen kann. Och nee, oder? Müssen wir mal gucken. Ich habe Nee, jetzt dann den leihen wir uns noch einen Billo-Trecker. Kommst du Trecker. mit? Du kommst mit dem roten, ne? Ich komme mit dem roten, ja. Ja, okay, Wir können der uns den blaue hat ja. Wo ist denn weniger. das? Wo ist denn das? Ah, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ich habe es markiert. Im Notfall können wir ja, ansonsten verkaufen wir halt einfach den roten und leihen uns einen besseren. Alles auf Pumpe. Ja, aber hallo, das sind hier die Geschäftsideen. Hier wird das große Geld gemacht. Mach mal schnell die Warnleuchte Meine an, weil Damen ich und immer im Herren. Gegenverkehr fahre. Übrigens auch schon 7:45, Schatz, Tatort. Oh, stimmt. Gucke ich nicht, ehrlich gesagt. Mag ich nicht. Ich auch nicht. Finde ich überhaupt nicht geil. Okay, der Blaue hat 125 PS, der Rote hat 145. Wo sehe ich denn das? Perplex ist geil. Also, aber dafür spiele ich ja so gerne im Stream. Der Chat hat die besten Ideen. Perplex schlägt gerade vor, wir könnten halt den Zug nehmen. Der hätte genug PS. Stimmt. Der reist Welche auch den willst Boden du schön hier? auf. Welche willst du durch die Gegend fahren? Soll ich die Spritze Ich nehmen oder soll suche ich gerade, den? wo ist denn das nochmal gewesen? Ich hab's markiert, hier kommt eine riesengroße grüne Säule in den Himmel. Nee, bei mir nicht. Wie setzt denn du so eine Markierung? Auf der Karte irgendwie, oder? Ja. Also die Sämaschine geht. Krass, immer noch 62 Leute, voll geil, ey. Schön, dass ihr alle hier seid. Warum kann ich das Ding denn jetzt hier nicht hinten dranhängen? Bin ich doof? Du musst doch hier. Warum kann ich die nicht ankoppeln?
Auf der Straße damit spazieren fahren ist was anderes als der Einsatz auf dem Feld. Ah, okay. Der Prawn-Suit für die Feldarbeiter, fahren, okay. Diese Trecker fahren erstaunlich schnell dafür, dass sie Trecker sind. Ich krieg die den, also ich hoffe, langsam, aber ich hoffe, dass der, dass dein Trecker die Spritzmaschine hier ankoppeln kann, weil dieser kann es du nicht. Du hast den kleinen blauen, oder? Ja, guck mal, ob du die ankoppeln kannst. Die Spritzmaschine? Ja, da kommt kein Menü. Die Spritzmaschine ist aber nichts, was man vorne ankoppeln muss, oder? Oh, vielleicht doch, das weiß ich nicht. Bin ich nicht drauf gekommen, du bist halt einfach voller Landwirt. Aber warte mal, dann upgrade ich mal meinen Trecker und guck, ob ich das... Nee, den Frontlader brauchst du. Frontlader wäre ja so eine... Nur mal gucken, ob vorne geht, du hast recht. Ich dachte, das bräuchte man dann... Nee, der Frontlader ist ja quasi so eine Schippe vorne. Das ist ein Frontlader. Nee, ich hab doch hier noch was anderes. Das war doch noch was anderes, dass ich irgendwie was anhängen kann, oder? Warte mal kurz. Was war denn das gewesen? Also diese Seite wird es ja nicht sein, ne? Frontladeranbau. An der anderen Seite ankoppeln. Wir haben auf der falschen Seite geparkt. So, nee, das ist doch anders. Was haben wir? Hier, ich hab's. Das Ding muss andersrum angekoppelt werden, so. Ah, sehr schön. Dann nehme ich jetzt aber jetzt, warte mal, jetzt kannst du jetzt... Deine Gruber-Kombination mit, oder? Aber jetzt, ja, aber jetzt guck dir bitte mal, guck, das ist das Geile bei dem Spiel. Siehst du das jetzt hier, das Ding? Ja. So, ne? Und jetzt, guck mal, warte, Feldspritze aufklappen. Obacht. Oh, sogar Bump-Maps auf dem Boden. Guck mal. Eins. Oh, ich kenne die sogar, ja. Zwei. Ich krieg den Wagen nicht angekoppelt hier. Drei. Den konnte ich aber dranhängen. Guck mal, wie viel das macht halt, ne? Das ist easy cheesy, ey. Ja. Ah, jetzt geht's, warte mal. Und den kannst du halt auch ausklappen, ne? Der müsste auch recht groß werden. Ja. Das ist ja die Sache. Die werden dann immer noch größer. Das ist diese Unterscheidung zwischen Blutsaatmaschine und Fleischsaatmaschine, ne? Ja, genau. Oh, Schatzi! Die Idioten, ey! Scheiße! Weißt du, was das Wichtigste ist? Achtung, Achtung, was habe ich dir gesagt, Schatz? Das ist das Wichtigste. Ich weiß nicht, nicht mit deinem Papa ins Bett gehen. Nein, die Rundumleuchte. Achso, warte. Wie kann man eigentlich dieses riesengroße Steuerungsding oben links ausblenden? Das nervt ja total. Ja, das ist ein bisschen doof, ne? Aber ich glaube, man kann das tatsächlich ausblenden. Aber ich brauch's manchmal noch. Also das Geile ist, das Gerät, was wir da jetzt gekauft haben, ne? Das, was du hast, der spart uns das Grubbern. Also der grubbert und sät in einem und eine viel größere Fläche. Der ist halt mega effizient. Wie war das bei Loriot? Es putzt und schrubbt der... Einzelmann, wo wurde die sonst so... Nein! Nein! Das Auto habe ich umgeworfen. Ich habe mich gerade mit der neuen Spritze auf die Seite gelegt. Oh, F1 ist ausblenden. Wie macht F1 man denn die Lichter an? F1. Ja, ja. Wie macht man denn aber die normalen Lichter an? F ist es bei mir. Aber es hilft dir nicht, ne? Naja, warte mal, ich kann ja die Tastatur trotzdem bedienen. Das ist ein bisschen komisch, dass das nicht auf den Gamepad-Tasten drauf ist. Merkwürdig. Oh, wir haben Minus. Ich habe Minus 105 Euro. Ja, eben gerade noch laut posaunt. Ich gehe nicht ins Dispo. Ich achte auf mein Geld. Ich habe 38.000 auf der Bank, Kollege. Aber du hast nicht genug. Du hast leider nicht genug, um das Feld zu mieten, oder? Oh, deine Saat ist aufgegangen. Das bisschen, was du schon gesät hast. Hat der Knecht das jetzt alles gesät? Nachdem ich da einen Tag lang nicht hingeguckt habe. Oh geil, guck mal hier, unsere ganze Saat geht auf. Geil, das wird jetzt alles hier hart abgespritzt. Aber heißt das, dass du... Achso, jetzt kannst du düngen, oder? Ja, genau. Das sieht so geil aus. Also das ist echt schon cool. Oh, ich bin auch so blöd, warum mache ich denn ständig die Karte auf? Ich habe doch die Scheißkarte unten in der Ecke. Wie doof ist das denn eigentlich? Moment, mal kurz auf das Tastatur hier hinlegen. Also, so, zack, weg damit. Die YouTube-Folge ist zu Ende. Ach, scheiße, ich habe vergessen, das Ding aufzufüllen.
So, so klappt das schneller. Wir müssen auch mal gucken, weil ich glaube, ich muss jetzt langsam mal ein bisschen abschalten. Eine Folge machen wir noch, Fritzi. Ich will wenigstens noch die neuen Maschinen aussuchen. Na, dann machen wir das. Okay. Dann machen wir hier eine kurze Pause. Ja. Und nächste Folge wird hier der geile Shit ausprobiert. Liebe Menschen, bis gleich. Ne? Bis denn. Ciao.